So, liebe Freunde und Damen und Herren, herzliches Willkommen zum nächsten Rennen in dieser Saison. Herzlich willkommen zum großen Preis von Japan, auch wenn da oben noch die Bank steht. Es geht jetzt nach Japan zum nächsten Saisonrennen. Ja, Malaysia, wir haben es tatsächlich geschafft, das Rennen zu gewinnen. Ein Rennen zu gewinnen mit dem Sauber. Es lief einfach alles perfekt mit dem Wetter, mit dem Safety Car und da alles drum und dran, dass ich Kimi hinter mir halten konnte. Jetzt versuchen wir in Japan ähnlich gut abzuschneiden. Ich würde sagen, auf geht's, nee. Wobei ich sagen muss, dass Japan nicht so wirklich meine Strecke ist. Aber wir gucken einfach mal. Wir machen das Beste draus. Wir wollen einfach gucken, dass wir so weit erfolgreich wie möglich sind. Vielleicht ein paar Pünktchen mitnehmen. Wir müssen einfach mal schauen, wie das ganze Wochenende so wird. Ja, wir sind in Japan. Wie gesagt, Japan. Ich komme gar nicht auf die Strecke. Auch irgendwas mit S auf jeden Fall. Ich muss gleich mal gucken. Sepang ist ja Malaysia. Naja, wie auch immer. Wie gesagt. Einfach das Beste jetzt draus machen. Die einzige Strecke, die uns wie eine 8 auszieht, vom Streckenlayout. Früher tatsächlich einer meiner Lieblingsstrecken und wenn es trocken bleibt, können wir dann was auf die Reihe bekommen. Aber ich erwarte auch Regen an diesem Wochenende. Wir gucken einfach mal. Gucken, was unser Renningenieur jetzt noch vielleicht zu sagen hat. Hat er bestimmt immer noch zu erzählen. Hi, wie fühlst du dich? Oh, ein FD-Event. Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Ja, wir haben einen neuen Bericht und zwar haben wir einen Entwicklungsvergleich. Ja, wir stehen immer noch ganz unten, das ist klar. Mit den Top-Teams können wir überhaupt nicht mithalten, das ist durchaus klar. Aber wir haben ja einen letzteren Punktegrund. Seit Ungarn haben wir Punkte gesammelt. Also wie gesagt, Belgien, Italien, Singapur mit jeweils Platz 7 und dann der Sieg, der überraschende und historische Sieg in Malaysia. Jetzt haben wir auf Japan Rennen Nummer 16, also viele Rennen sind es nicht mehr. Ich habe auch schon die ganzen Thumbnails fertig gemacht für die jetzt noch kommenden Rennen. Weil wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir bei sauber bleiben werden. Und wir hüpfen mal rein. Suzuka übrigens heißt die Strecke natürlich. 13 Runden stehen uns an. Und ihr seht immer noch, wir sind im Leistungsvergleich der Fahrzeuge immer noch ganz, ganz weit hinten. Das Auto ist auch nur auf Abtrieb getrimmt, weil ich vorhabe, nach der Saison zu wechseln. Ob wir ein Angebot bekommen, das wissen wir noch nicht. Regnet hier in Japan, während die Teams sich auf die Strecke und das heutige Training vorbereiten. Die wundervolle Strecke in Suzuka wird uns mit Sicherheit an diesem Wochenende jede Menge spannende Momente bescheren und Spannungsmoment Regen ist ja auf jeden Fall schon mal dabei. Genau so ist es. So, Suzuka. Wir gucken mal, was wir auf die Reihe bekommen. Ich gucke, hab ich ein Setup eigentlich für das Regen? Nee, tatsächlich nicht. Japan. Warte mal, wenn das ganze Wochenende regnen soll, ich guck gerade mal. Weil ich, Moment, Wetter wählen. T2 wird trocken, T3 wird trocken, Qualifikation wird trocken. Ah, da brauchst du kein Last-Set dafür. Es soll also komplett trocken bleiben. Bis auf halt das erste Training. Also können wir auch einen Japan-Tipp abnehmen. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Strecke und gucken mal, was uns erwartet. Da ist ein Mercedes, glaube ich. Ist das Mercedes gerade gewesen oder war das ein Haas? Wir gucken. Ach, soll das egal sein. Wir schauen einfach mal, was wir auf die Reihe bekommen. Ob wir ein gutes Ergebnis hinbekommen. Ja, wir bekommen Suzuka. Und wir schauen einfach mal. Ob der Sauber so ähnlich funktioniert wie zum Beispiel in Malaysia. Da hatten wir am Anfang ja unsere Problemchen und dann haben wir uns ja stark gesteigert und dann halt, wie gesagt, diesen historischen Sieg rausgeholt. Aber es ist nur Interwetter, es geht also mit dem Trocken-Setup. Aber wir fahren jetzt mal mit in die erste Runde. Und dann schauen wir mal. Andere sind Kurve 1, bloß nicht zu weit raus. Ja, klappt ja doch eigentlich relativ gut. Jetzt schön die S's hier. Die sind nicht ohne, weil die Strecke sehr eng ist. So was ähnliches, wenn wir dann auch in den USA haben. Und zwar nächste Woche schon. Nächste Woche ist ja Austin. Dann geht's nach Mexiko.
Brasilien, Abu Dhabi. Also 5 letzte Rennen diese Saison. Rennen mal 16. Und wir wollen auch so viele Punkte wie möglich mitnehmen, um halt uns ein sehr gutes Angebot zu holen für die neue Saison. Also jetzt geht's hier unter dem Tunnel gleich. Also hier oben ist auch Strecke. Haarnadel, anbremsen. Doch zu weit raus. Das wird Zeit kosten. Das wird richtig Zeit kosten. Aber naja, dann weiß ich, wo der Fehler liegt. Dem Auto fehlt es halt immer noch an Beschleunigung. Und viel wird es eh nicht mehr bekommen. Weil ich halt ehrlich gesagt auch nicht wirklich weiterentwickel. So zwischenzeitlich mal ein bisschen. Da ich auch nur... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war viel zu weit rausgekommen. Das hat Sprung gekostet. Da ist nämlich einer direkt hinter uns. Es ist ein Ferrari. Ich habe jetzt aber nicht erkennen können, ob es Vettel oder Räikkönen ist. Schön die Schikane. Früher war gerade einer meiner Lieblingsstrecken. Ich habe die auf dem N64 so hoch und runter gefressen. So. Erste Runde waren 1:53.227. Können wir hier in Japan, in Suzuka, das Kunststück wiederholen? Und hier eventuell was das Rennen gewinnen? Das ist natürlich auch die große Frage. Geil wäre es natürlich, aber... Ja, ich glaube nicht dran. Es wird wahrscheinlich erst einmalig bleiben, um sauber das Rennen zu gewinnen. Schön am Riesenrad hier vorbei. Noch 3 Runden für den Sprit. Bestzeit. So, erster Sektor. So, jetzt hoffe ich, dass ich die Haare in der Kurve ein bisschen bekomme. Aber ich habe sie wieder zu weit raus. Ich fahre sie wieder zu weit innen an. Aber doch besser getroffen als eben. Wenn da kein anderer von den Top-Teams durch noch dazwischen funkt, würde das nochmal eine neue Bestzeit werden. Könnte nochmal einen ordentlichen Schub geben. Da versucht nochmal einer anzugreifen. Auch der zweite Sektor ist violett. Und jetzt probieren wir es nochmal. Und das wird nochmal eine Bestzeit werden. Mit 1:50.9. Hamilton vorbei an uns. Hat uns mich jetzt komplett aus dem Konzept rausgebracht. Mit diesem Überholmanöver. Na komm, Kimi, geh vorbei. Aber die versuchen schon die Trockenreifen. Die probieren ja schon die Trockenreifen. Also ich finde tatsächlich mit den Intermotoren der Beste. Und wo habe ich meine Limo? Und wo habe ich dann auch meine Limonade stehen? Habe ich das richtig gesehen? Ist der Hamilton gerade probiert auf den... Oh ja, die probieren es alle auf den Trockenreifen. Hamilton, Perez, Alonso, Kwiat vor uns aktuell im Moment, mit den Trockenreifen. Es wird wahrscheinlich eh nicht viel regnen. Wie gesagt, das T2 und das ab dem T2 wird es trocken. Das heißt, wir probieren mal auf Supersoft zu gehen. Und vielleicht hier nochmal ein gutes Ergebnis rauszuholen. Das heißt, wir müssen nochmal eine Runde versuchen. So, probieren wir es nochmal. Ob es funktioniert. Weil es ist jetzt, wie man auch sieht, klar trocken. Und haben 11. Was auch kein so schlechtes Ergebnis wäre. Das würde auf jeden Fall um einige Spielraum geben. Weil wir werden nicht da bleiben. Ich versuche nämlich nochmal auf den Supersoft-Reifen nochmal ein Ergebnis rauszuholen. Gutes. Ja, vielleicht ist hier doch was drin. Also nicht Richtung Sieg. Das wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Das wird wahrscheinlich im Trocken nicht wiederholbar sein, weil wir ja auch in die Box müssen. Der Vorteil war, dass wir nämlich nicht in die Box mussten, mit dass die Inters gehalten haben. Und das Safety Car kam, das Feld ein bisschen zusammengestaucht hat.
Also da kam wirklich alles Gute zusammen. Aber wenn wir hier wieder ein paar Punkte mitnehmen. Ja, warum nicht? Wir sind momentan in der Teamwertung 5 da. Und das darf auch gerne so bleiben. Und dann, wie gesagt, schauen wir mal, was das Angebot, welche Angebote für die neue Saison reinkommen. So, da kommt auf jeden Fall noch mal eine Zeit. Jetzt habe ich die Hand alle voll getroffen und konnte schön sehr früh rausbeschleunigen. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nochmal auf die Reihe aber noch was hinbekommen. Wahrscheinlich ganz vorne wird es wahrscheinlich nichts werden. Der Abstand so groß bei 14,4 Sekunden oder war der, glaube ich. Wir sehen jetzt, ich habe 10 Sekunden schneller, also momentan 3,5 Sekunden dahinter. Es reicht momentan auch nur Platz 11, also 2,0 Sekunden der Rückstand. Da müssen wir nochmal einen probieren. Ich wollte nicht mit dem Bottas mit der Bestzeit, mit dem Soft. Ja, ein bisschen konzentrieren gerade. Um mal was rauszuholen. Getroffen. Aber jetzt kommt der knifflige Sektor, diese nächste Linkskurve und die auf die Gerade. Ich habe in der Linkskurve schon mal im Classic Cup das Auto verloren. Ja, aber diesmal haben wir es getroffen. Das könnte man mit einer Zeitverbesserung geben. Ob es eine Positionsveränderung gibt, das weiß ich noch nicht. Wir sind momentan nur 12 da. Siebter. Siebter Platz. Und da bin ich auch mit erstmal glücklich, wenn ich ehrlich bin. Gut. At some point before qualifying, let's get our track acclimatization program complete. It'll help us identify any specific problem areas on the circuit. Es ist minimal, dass ich in Hülkenberg hinterm Hülkenberg hänge. Aber ich habe deine einen Runde. Oh, jetzt geht's aber ein bisschen was nach hinten. Platz 12. Platz 13. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Bottas, Vettel und Kimi Räikkönen. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Genau so ist es. Knapp hinter unserem Rivalen, aber ich hätte, wenn ich ehrlich bin, fast nichts anderes erwartet als diese Platzierung. Wäre schön gewesen, wenn es da vorne gegangen wäre. Aber wir haben ja, hätten, wenn wir eine gute Pace haben, ist es durchaus machbar. Und es war ja nur das erste Training, also ja, wie gesagt, noch ist da ordentlich Luft nach oben.
mit. Dann gehen wir rein ins zweite freie Training. Und dann schauen wir mal, was da jetzt noch so passiert. Gut, da sind wir wieder. Zweites Training. Neues Setup wollte ich eigentlich wählen. Mal dieses Soft ausprobieren. Nee, ich bleibe bei den Supersoft. Weil ab jetzt wird es nämlich trocken, das komplette Wochenende. Und auch kann man mit dem Setup rumspielen. Und auch kann man mit dem Setup spielen. Erst nach dem bevor das Auto rausgeht für die Qualifikation morgen. Dann können wir kein Setup mehr ändern. Gucken wir mal, was wir jetzt hinkriegen. Gut, ich habe in Malaysia von 12 gewonnen, also ist auch Platz 13 Richtung Punkte machbar. Aber wir müssen uns tatsächlich wieder anstrengen. Diesmal spielt das Wetter auch nicht mit. Ja, sowieso geht sowieso nicht. Verstappen mit der Bestzeit und wir sind eh zu weit raus. Die Runde ist schon quasi kaputt. Ich werde die Runde jetzt nicht abbrechen, ich werde sie natürlich durchziehen, damit ich im Flow bleibe. Aber wir müssen auf jeden Fall nochmal einen neuen Versuch machen. Alonso zieht die Verstappen Zeit, wir liegen. Der Sektor war sogar violett. Und dann Dritter. Aber wir müssen nochmal einen Versuch wagen. Ricciardo mit der Bestzeit. Jetzt muss die Haarnadelung getroffen werden. Und die haben wir diesmal auch wirklich getroffen. Wieder ideal. Das hat auch wieder Zeit gekostet, wie man das oben sieht. Ja, es bleibt hinter der
hinter Platz Verstappen auf 5. Ja, ach, wäre auch ein super Ergebnis, definitiv. Also wir sind, gut, es sind eine halbe Sekunde der Kwiat, ne? Also wie gesagt, McLaren hat sich auch nicht lange gebissen, mit gerade Alonso. Ich glaube, nach ganz vorne wird es nicht machbar sein, aber gut. Sogar 15, ne? Fehlt eine halbe Sekunde hinter auf Kwiat. Also es ist wahrscheinlich nicht machbar. Man merkt gerade auf dieser Strecke, dass halt auch die Geschwindigkeit passen muss. Und die haben wir schlichtweg nicht. Die haben wir schlichtweg nicht. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Bottas, Vettel und Daniel Ricciardo. Ein interessantes freies Training geht zu Ende. Freuen wir uns auf noch mehr Spannung im Laufe des Wochenendes. Genau so ist es. Ja, wir müssen gucken, dass wir uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen gesteigert bekommen. Ob das machbar ist, ist die andere Frage. Platz 15 ist es halt nur. Wir schauen jetzt gleich mal im dritten freien Training, ob wir da ein bisschen was gebastelt bekommen. Ansonsten weiß ich noch nicht. Naja, schauen wir mal. Die Punkte noch zählen. Gut, dann kommen wir eigentlich gleich auch rein ins dritte Freitraining. Auf geht's. Da sind wir wieder, liebe Leute. Dritte freie Training in der Formel 1 Saison. Beziehungsweise meiner eigentlich zweiten Saison, weil die erste Saison war ja mit dem Renault, die zweite Saison ist ja jetzt mit dem Sauber. Mal gucken, ob wir dann noch eine dritte Saison fahren. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Also gucken halt, nachdem wir die Angebote kommen. Ich will ja zu Toro Rosso. Das ist mein persönliches Ziel. Die Frage ist halt, welche Angebote wir bekommen. Vielleicht auch Haas. Aber wir schauen einfach mal. Genau so ist es. Die Info gerade, dass wir nicht die Reifen kaputt fahren sollen, die wir eventuell für später fürs Qualifying nehmen sollen. Gut, das sind meine beiden Supersoft-Reifen fürs... die ich eigentlich in der Quali nehmen will, morgen. Ich mal zwei Runden alt sind, also theoretisch machbar. Die sind eigentlich schon angefahren. Das könnte vielleicht einen kleinen Vorteil geben, aber wir schauen einfach mal. Wir warten noch einen Moment, vielleicht... Also nicht wundern, dass ich jetzt gerade noch ein bisschen in der Garage stehe. Geil, dann fahren wir nämlich jetzt raus. Halt, das ist Reifenauswahl. Soft. Ich habe Bock auf die Mediums.
Fliegende Runde, gehen wir raus. Ist wieder so bedeckt, aber wie gesagt, es soll trocken bleiben für den Rest des Wochenendes. Die Schikane da ist für mich auch wichtig, den Schwung mitzunehmen, bloß nicht zu weit rauskommen. Ja, das sieht gut aus. Ein bisschen von der Lani runter, aber es reicht, um den Schwung hier mitzunehmen. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen Concentration, vor allen Dingen hier jetzt in den S's. Nächste Woche. Also, am Sonntag Malaysia Livestream. Tatsächlich kann ich euch ankündigen, dass wir den haben. Ich werde zwar wurde bestraft nach dem letzten Rennen. In der Quali-Sperre 100 plus 2 am Ende auf das Rennen. Das heißt, ich müsste Achter werden, um Punkte zu holen. Wäre schön, wenn es so wäre, aber mal gucken. Oh gut, das ist gerade erledigt, das Thema. In der schnellen Runde hier. Da müssen wir gleich nochmal ansetzen. Ja, Nadel habe ich voll nicht getroffen. Ja, das ist die Karriere, da lasse ich den nicht vorbei, auch wenn ich merke, dass er schneller ist. Williams, Alter! Du Arschloch, Alter, da hat mich schön provoziert. In 37,9. Aber die Runde muss ich hier nochmal neu ansetzen. Schön aus dem Konzept gebracht. Gucken, was jetzt die Haarnadel gleich bringt. Aber Zeitverlust. Okay. Probieren es noch ein drittes Mal. Na gut, mitgenommen die Zeiten. Gut, mitgenommen die. Ja, geht auf jeden Fall die Zeit, geht klar runter. Ich darf es jetzt hinten nicht wegschmeißen im letzten Teil.
Einmal unsere letzte Schikane. Okay. Ach so, ja. Es ist dann zumindest Platz 9. Also wir haben ein bisschen mehr Probleme, als ich eigentlich so erhofft hatte. Aber gucken wir mal halt, was es noch so geht. Die meiste Fahrt ist natürlich mit den Supersoft. Wir hängen also quasi vor unserem Teamkollegen. Wir haben uns eigentlich verschlechtert. Platz 13, Platz 15 und jetzt nur Platz 19. Also, ja, liebe Leute, wir haben Problemchen in diesem Rennen. Wo ich von der dritten Sektorzeit sogar jetzt noch besser war. Aber wir sind zumindest 1,3 Sekunden vor unserem Teamkollegen. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Bottas, Vettel und Lewis Hamilton. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. So ist es. Also wir müssen uns definitiv steigern. Wir müssen uns definitiv steigern, liebe Leute. Na gut. Wir hören uns auch schnell die Voicemail an. Für die Qualifikation gleich, oder morgen. Hi, wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Sitze in der Besser und Grosjean schlagen. Okay. Nichts mehr mit Wehrlein. Naja, wir gucken einfach mal, was drin ist, ne, liebe Leute. Dann schaltet hoffentlich wieder mit ein, wenn ihr morgen, wenn es euch was interessiert. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sind ja noch andere Projekte, interessante Projekte. Wir sehen uns dann ansonsten morgen zum Qualifikationstraining. Ciao, ciao.